Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Secret Files, The Tunguska. Ja, ich habe jetzt hier überall nochmal geguckt, war auch nochmal hinten rum, obwohl ich da eben eigentlich ja auch schon gewesen bin. Bin hier nochmal am Gucken gewesen, habe dann auch nochmal hier auf diese Lupe geguckt und habe dann festgestellt, dass das ja zwei verschiedene Sachen sind hier. Hab hier die Sachen hier unten alle mal versucht mit der Katze und mit dem Napf zu kombinieren, habe dann festgestellt, dass sich das Salz kombinieren lässt mit dem Futternapf. Ich hoffe, dass das jetzt des Rätsels Lösung ist. Das dürfte unsere kleine Miezekatze ganz schön durstig machen. Ah, perfekt. Das hört sich schon mal gut an. Aber sie läuft. Doch, wunderbar, sie läuft. Es hat geklappt. Oleg telefoniert noch und die Katze wird noch einige Zeit trinken und hoffentlich das Gespräch aufzeichnen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Naja, du musst erstmal wieder an dein Handy kommen, ne? Also die Frage ist jetzt auch noch, wie lange ist die Katze da drin? Fress- und Wassernapf für das Haustier mitten in der Küche. Ja, das haben wir ja schon. Mit dieser Abhöridee sollte ich mich mal beim Geheimdienst bewerben. Na. Oleg telefoniert immer noch. Oleg telefoniert. Ja, ich wollte es eigentlich abkürzen. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt hier noch irgendwas machen können. Ich möchte nämlich nur ungern, dass sich die Folge jetzt hier noch lange hinzieht. Ich hoffe, dass die Katze jetzt gleich wieder rauskommt. Ich weiß aber nicht, ob man irgendetwas zwischendurch noch machen muss, machen kann. Nee, sie ist nicht hier. Das ist schlecht. Lecker. Durch dieses Ding können die... Ja, ich weiß, ich weiß. Ich hatte auch eigentlich versucht, ob ich da nicht irgendwas durchstopfen kann. Aber das hat auch nicht funktioniert. Was ist denn mit dem Schälchen? Das geht auch nicht. Oder muss ich eventuell noch mal klingeln? Kann mir kaum vorstellen, dass der mir noch mal... Okay. Anscheinend nicht. Also, wir waren ja jetzt eben hinten. Ob ich da jetzt in der Szene irgendwas machen müsste? Irgendwie auch doof. Ich kann ja nichts machen. Ich muss ja höchstens so lange warten, bis... Oh, er ist weg. Fällt ja auch gar nicht auf, dass seine Katze hier mit einem aufgeklebten Handy ist. Die Katze hat das Gespräch aufgezeichnet. Jetzt muss ich sie nur wieder aus dem Haus kriegen. Ja, nur ist gut. Das ist jetzt das Problem. Die ist jetzt am Saufen ohne Ende. Kann man hier vielleicht jetzt mit der Tüte arbeiten oder sowas? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde ja normalerweise sagen, dass ich da, dass ich sie irgendwie rauslocke. Ich kann nicht behaupten, dass die Sonne mich übermäßig blendet. Und mir ist derzeit so ganz und gar nicht danach, tierisch cool zu sein. Ach, ich kann Dinge bei mir selber verwenden. Okay, das kann ich jetzt nicht. Okay. Das wusste ich jetzt bisher noch nicht. Vielleicht kann ich mich ja selber bekleben. Nein. Moment. Kann ich eventuell den Gartenschlauch, das wäre jetzt eine ziemlich fiese Idee, aber kann ich eventuell den Gartenschlauch zum Fenster ziehen? Es wäre schon ein ganz cooler Effekt irgendwo. Kann ich aber nicht rübernehmen, ne? Dieser Kamburski scheint Hobbygärtner zu sein. Selbst sein Gartenschlauch ist grün. Okay. Mist. Ich hatte jetzt gehofft, dass ich das irgendwie da durchmachen könnte.
Fress- und Wassernapf für das Haus. Die Katze hat das Gespräch aufgezeichnet. Ja. Aber dieses nur wieder aus dem Haus kriegen, das ist das, was mich jetzt gerade so stört. Oder kann ich, Moment, kann ich irgendwas damit benutzen, dass sie das von drinnen irgendwie hört? Sich erschreckt oder irgendwie was in der Richtung? Den durchs Fenster werfen? Aber ich glaube, das Fenster ist ja eigentlich zu, ne? Also es wird wahrscheinlich eher nicht gehen. Auch nicht. Das hat ja eigentlich auch alles seine Schuldigkeit getan hier. Also, das funktioniert alles nicht. Hier habe ich ja auch nichts. Ich kann nur einen Gartenschlauch und dann... Muss ich mit dem Motorrad wegfahren? Aber ich will ja nicht mein Handy hier alleine lassen. Pizza nehmen kann ich auch nicht mehr, ne? Ja, das sind für mich diese tollen, diese tollen Rätsel. Vielleicht kann ich mir klingeln. Kaum vorstellen, dass. Nee. Diese tollen Rätsel, wo ich dann immer da stehe und mir denke, ging es nicht irgendwie auch logischer oder einfacher? Ich meine, man haut irgendwie vors Fenster oder was weiß ich was. Oder kann ich irgendwas mit dem Gartenschlauch vielleicht kombinieren, damit ich den. Zum Fenster, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht, oder? Ich habe die ganze Zeit schon die Telefonzelle hier irgendwie in Verdacht, aber... ich weiß es nicht. So, das Schälchen Wasser ist ja logisch. Das haben wir ja im Endeffekt dadurch bekommen. Tüte wäre jetzt auch sehr unlogisch. Zettel... Adressbuch. Was ist das mit der Sonnenbrille? Naja, gut, okay, die könnte man höchstens aufsetzen, damit man nicht entdeckt wird. Oder es ist halt wieder so eine Finte. Das kann natürlich auch sein. Wieso kann man den nicht einfach rausziehen? Das sind dann so die Momente, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich hasse dann diese Spiele. Ich gehe nochmal eben hier hin. Ich könnte vielleicht Geld mit der Telefonzelle benutzen. Mal sehen, wie die Katze auf meinen Vibrationsalarm reagiert. Ach so. Ich wollte jetzt wegfahren, ganz ernsthaft. Oh je. Na toll. Die Katze sitzt auf dem Baum und mein Handy ist in einer Astgabel hängen geblieben. Wie soll ich da jetzt rankommen? Ja, ich würde mal spontan sagen, mit irgendeiner Verlängerung, da ist das Handy. Die arme Katze. Damit komme ich zwar an das Handy, aber wenn es 5 Meter in die Tiefe fällt und kaputt geht, nützt es mir auch nichts mehr. Ach komm, du kannst doch sicher gut, gut fangen. Muss ich hier irgendwas... Ich könnte theoretisch die beiden Sachen ja zusammen machen und das aufsammeln, aber... Eine Leiter gibt es nicht. Ich kann also letztendlich nur... Da komme ich nicht ran. Ja, das ist mir schon klar. Ich habe aber auch nur die beiden Punkte. Oder soll ich die Katze jetzt irgendwie runterholen? Ich muss meine Meinung über Katzen korrigieren.
Außer Schlafen und Fressen können sie auch noch im unpassendsten Moment auf Bäume klettern. Ja, kann ich die Katze vielleicht dann irgendwie zu mir holen, damit die Katze mir das Handy bringt oder sowas? Das ist doch alles scheiße. Also ich hätte jetzt einfach mit dem Klebeband und so hier eine Vorrichtung gebaut und hätte das dann letztendlich noch daran gemacht, um das dann da einzusammeln, dass es halt nicht runterfällt. Ob es funktionieren würde, ich habe keine Ahnung. Aber ja, es wäre doch zumindest mal eine gute Idee gewesen. Jetzt kann ich natürlich auch ohne Handy niemanden anrufen, der mir hilft. Ich gehe noch mal nach hinten. Vielleicht kann ich auch die Feuerwehr anrufen über das Telefon. Das könnte natürlich auch eine Möglichkeit sein. Ich wüsste nicht, wen ich anrufen sollte. Und selbst wenn ich das wüsste. Ja, ich wüsste es. Die könnten einem nämlich helfen. Die kommen dann, um das arme Kätzchen zu befreien. Ich kann ja auch nicht hochklettern und nichts. Das ist halt... Es ist halt blöd. Da komme ich nicht ran. Die kann ich auch nicht da ausbreiten. Und ich kann offenbar nichts. Ich kann nicht behaupten, dass die Sonne mich übermäßig... Ich kann offenbar auch nichts irgendwie benutzen, was mir da jetzt wirklich weiterhilft. Also nichts kombinieren oder was weiß ich was. Das ist natürlich ein bisschen doof. Ich habe wahrscheinlich auch nichts hier hinten. Nee, kann ich jetzt auch nicht mehr benutzen. Das ist jetzt nur noch das Motorrad. Ja, es wird natürlich auch nicht extra erwähnt hier drin. Ich glaube, das ist auch immer nur, wenn das da oben geschrieben wird, dass es dann hinzugefügt wird. Kann man hier irgendwo ein Loch reinmachen oder so? Auf dem Zettel steht eine Nummer. L, ursprünglich waren drei. Auf der Rückseite hat... Mit Ausnahme von diesem Oleg sagt mir keiner der Namen irgendwas. Es war mal eine Schaufel, es war mal ein Besen, aber ich kann es mit nichts kombinieren. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht hier mit kombinieren und dann irgendwie mit der Tüte was verarbeiten, mit Klebeband und so weiter. Ich meine, das wäre jetzt so ein typisches Adventure-Ding. Ich habe die Öffnung der Tüte mit dem Eimerhenkel verstärkt. Ach, so rum funktioniert es dann. Okay. Ja, das sollte halten. Es ist ein typisches Adventure-Ding, nur dass es nicht die Reihenfolge machen haben wollte, wie ich das jetzt wollte. Wunderbar. Dann wollen wir mal hören, ob mich das aufgezeichnete Telefongespräch von diesem Oleg irgendwie weiterbringt. Kalenko, aber ist jetzt nicht mehr da. Nein, Tunguska wurde nicht erwähnt, aber dazu gab es auch gar keine Gelegenheit. Ja, ich denke nur, dass man sich dringend um die Angelegenheit kümmern sollte. In Ordnung. Sie melden sich dann also wieder. Bis später. Sehr ergiebig war das ja nicht. Also, was haben wir denn jetzt? Irgendjemand soll sich um irgendwelche Angelegenheiten kümmern. Hoffentlich bin ich nicht diese Angelegenheit. Außerdem noch irgendwas mit Tunguska. Da stand ja auch schon was in der Mail an diesen Oleg. Ich sollte vielleicht Max später mal danach fragen. Ja, was heißt für dich später? Ich meine, wenn ich jetzt hier aufs Motorrad steige, dann wird es ja trotzdem wieder nicht dunkel.
gehe ich mal stark von aus. Max Gruber meinte, er wäre erst gegen Abend wieder im Museum. Ich sollte die Zeit nutzen, um mal ein paar Stunden zu schlafen. Wenn mich meine weibliche Intuition nicht täuscht, könnte ich das sonst bitter bereuen. Ah, okay. Haben Sie, was ich wollte? Noch nicht. Wir haben alles durchsucht, aber nichts gefunden. Und Kalenko? Auch da noch nichts. Wir werden wohl andere Optionen in Betracht ziehen müssen. Was Sie machen, ist mir egal. Solange das Ergebnis stimmt. Enttäuschen Sie mich nicht. Komisch. Ich fühle mich ständig verfolgt. Selbst als ich vorhin nach Hause gekommen bin, war ich ganz kurz der Meinung, das Gesicht von diesem Kanski am Fenster gesehen zu haben. Naja, wahrscheinlich spielen meine Nerven einfach verrückt. Hoffentlich hat Max was von meinem Vater gehört. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt in diesen Teil der Story hineingehen und mit Max sprechen, machen wir erstmal einen kleinen Cut hier, da wir ja das Rätsel, naja, das Rätsel gelöst ist jetzt falsch ausgedrückt, aber wir haben ja den Teil mit diesem Olaf, hieß er, glaube ich, beendet. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch etwas Neues, Großes auf uns zukommen wird. Und dementsprechend möchte ich das gerne alles an ein Stück verpacken. Und ja, beende damit dann diese Folge erstmal und werde genau hier in der nächsten Folge wieder einsteigen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Ciao.